Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Randall's Monday. Wir befinden uns aktuell in Tag 3. Wir konnten Charlie dazu anstiften quasi, indem wir in der letzten Folge oder in der Folge davor sogar, haben wir ja das Schild irgendwie umgeschrieben gehabt und nun sind wir hier endlich auf der Sci-Fi Convention. Und ich hoffe einfach mal, dass wir irgendwie an diesem Ringen drankommen. In der letzten Folge meinte Charlie auch, er hätte eine wunderschöne Erstausgabe von Captain Red. Und er würde mir, nur wenn ich sehr viel Geld beschaffen würde, könnte ich mir den Ring kaufen. Daher denke ich einfach mal, ich muss irgendwie an diesen... Ja, Comic dran kommen. Den kann ich nicht einfach so nehmen. Charlie würde mir mit seinen verdammten Klauen die Finger amputieren. Na gut, dann schauen wir mal hier weiter. Hauptareal, von da komme ich. Da ist eine Latrine. Ich glaube, die müsste aus Day of the Tentacle, glaube ich, sein, oder? Die würde ich erst benutzen, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Okay. Latrine. Mehr gibt es nicht. Der Notausgang. Ich nehme das Scheißschild nicht mit. Irgendwann nimmt er bestimmt mal ein Schild mit. Weil man nämlich die ganze Zeit davon ausgeht, der nimmt sowieso keine Schilder mit. Und irgendwann wird es wichtig, wo man dann keinen Bock mehr hat, so ein blödes Schild anzuklicken. Ich nehme das Schild nicht mit. Ja, dann nicht. Hier gibt es ein paar echte Raritäten. Aber die interessieren mich nicht mehr. Ich habe jetzt ein echtes Leben. Ja, gut. Dann wollen wir mal mit all den Facettenleuten hier quatschen. Wenn die reden. Oh, ich rede nie mit diesen Leuten aus. Es muss unbedingt sein. Und das sehe ich nicht passieren. Okay. Space Nerd. Was? Eier? Wie Eier? Was? Wo? Das. Ich wollte schon fast sagen, dass die Eier angezeigt werden. Die nehme ich nicht mit. Könnte gefährlich sein. Aber was Eier? Alien-Eier. Hoffe, die sind nur Deko. Ach so, das sind Alien-Eier. Alles klar, jetzt macht's Klick. Aber so sehen die aus? Wusste ich gar nicht. Ist mir neu. Hier sind jetzt, glaube ich, 5, 6 oder 7 waren das, ja, mit denen ich überall quatschen kann. Na, dann starten wir mal. Aber der redet wahrscheinlich sowieso nur mit, ja, wie cool. Hallo, Gordon Freeman. Der hier müsste doch aus... Ach, ich weiß nicht. Die Statue kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Oh, ich rede nie mit... Ja, ich dachte es mir. Ja, dadurch reduziert sich natürlich alles. Aber mit Mortimer rede ich doch, oder? Ich glaub's nicht. Bist du das, Morty? Ist das ein Kostüm oder siehst du einfach so aus? Bezahlst du eigentlich irgendwann mal deinen Teil der Miete? Ich weiß, Morty, du liebst teures Spielzeug. Immerhin unterschreibe ich ja jedes Paket, das du bekommst. Also zwing mich nicht, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Verdammt! Der Bastard ist einfach zu schlagfertig. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, von wegen, dass er mir die Miete gibt und ich dann mit der Miete quasi den Charlie bezahlen kann. Eine Minute und raus bist du. Wo geht's denn jetzt zu den Toiletten? Vergiss es, du weißt ja nicht mal, was das ist. Ich werde das Gefühl los, dass das wirklich kein Kostüm ist. Okay, er redet jetzt nicht mehr mit ihm, dann mit ja, Hotdog-Verkäufer. Hey! Ah, wie kann ich helfen? Verkaufst du noch irgendwas außer Hotdogs? Nein, tut mir leid. Ich hatte auch Krabbensaft, aber der ist alle. Ah, Mist. Ach, ich weiß. Alle Arschlochkinder trinken das heutzutage und ich habe einfach keinen mehr. Ist echt eine Schande. Na dann, man sieht sich, denke ich. Denke ich auch. Ich habe hier gerade seinen Namen gesehen. Wird hier verkauft. Salt hier, ne? Wird verkauft. Klaff Kalasch. Kann ich noch was mit dem reden? Der ist momentan.
Oh, super. Da hinten ist der Kaffee. Kleiner, Finger weg von meinem Kaffee. Ach, komm schon. Ich wollte nur einen kleinen Schluck. Von meinem scheiß Kaffee? Du spielst wohl. Hau ab. Okay, das sieht aber danach aus, dass ich wahrscheinlich nochmal irgendwann den blöden Kaffee brauche. Guten Morgen. Was gibt's? Suchst du was Bestimmtes? Nicht wirklich. Dann hör auf, meine Zeit zu verschwenden, Kleiner. Als wenn sich mit dieser Freakshow rumärgern nicht schon genug wäre. Du bist also noch dick im Geschäft und suchst nach interessanten Sachen? Klar doch. Aber heute bin ich nur für das Geek-Zeugs hier. Weißt schon, Shirts, Comics, Miniaturen, Actionfiguren und aller Kram. Also, hast du kein Interesse an einem Teleskop-Entenbügel? Mit diesem Baby ist nichts mehr außerhalb deiner Reichweite. Ich hatte gerade ein Déjà-vu. Und nein, kein Interesse. Heute geht es nur um Merchandise. Ja, ist ja gut. Ja, ich bin auch kein großer Fan der Szene. Warum bist du dann hier? Arbeit. Willkommen im Club. Was muss, das muss und so. Bla, bla. Ja, außer ich habe einen Kater. Dann steht Ausschlafen ganz oben auf meiner Liste. Aber heute musste ich hier sein. Geht um Leben und Tod. Mir war einfach nur langweilig. Hätte nie gedacht, dich hier zu sehen. Glaub mir, ich auch nicht. Aber mein Schwager hat gesagt, es wäre eine gute Gelegenheit, meinen Horizont zu erweitern. Neue Kontakte knüpfen, kennst das ja. Mir war langweilig, also bin ich hergekommen. Aber alles, was ich hier sehe, ist eine Bande Nerds, die nichts kaufen oder verkaufen. Ja, ihre Mütter haben ihnen wahrscheinlich gerade genug Taschengeld für ein oder zwei Actionfiguren gegeben. Da musst du wohl mit klarkommen. Ja, ich verstehe das schon. Aber ich hoffe, die Leute kaufen bald irgendwas. Es wird spät und ich fange an, die Geduld zu verlieren und das macht mich nervös. Und wenn ich nervös werde, fange ich an, Mercury-Cola zu trinken. Und wenn ich Mercury-Cola trinke, passieren Dinge. Schlimme Dinge. Ich hoffe, ich bin noch da, wenn das passiert. Tja, dann, ich werde mal weiter. Gut für dich. Es muss ja was Schlimmes passieren. Diese Mercury-Cola hatte, ich glaube, 34% Dingsbums drin. Ja. Schild, 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 Statue, Schild, 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 Kaffee. Ich gehe dann nochmal in den Comicladen, weil ich an den Tresor will, um die Erstausgabe zu bekommen und ihnen dann eins vor die Binde zu hauen oder so. In der Seitenstraße. Ach ja, da sind ja diese komischen Kauze, die brauche ich nicht. Ob ich wieder in Mads Haus gehen kann? Wahrscheinlich nicht, ne? Da gehe ich nicht wieder rein. Mein Arsch steht auf dem Spiel. Ja, dann reiß einfach durch die Stadt. Oder Psychiaterpraxis? Die ist ja auch noch da. Vielleicht kann ich in die inzwischen rein. Wenn du mal einen wichtigen Gegenstand verpasst, das macht dir keine Sorgen. Du kannst immer zurück und ihn dir holen. Doch holen, Entschuldigung. Ich wollte hier direkt Wörter unterschlagen. Mal gucken, ob die jetzt auf hat. Okay, also, ich nehme mal Charlies Rat an. Ich brauche die Meinung eines Seelenklempners. Vielleicht kann ich durch den die Situation aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Oder er kann mir sogar beweisen, dass nichts hiervon echt ist und dass das alles nur in meinem Kopf passiert. Schönen guten Tag. Wahrscheinlich heißt er Freud oder so, ja? Guten Morgen, Miss. Wunderschönen guten Tag, Sir. Okay, der geht an Sie. Ich würde gern den Doktor sehen. Tut mir leid, Sir, aber Dr. Johnson ist ein vielbeschäftigter Mann. Alle Termine heute sind schon voll. Könnten Sie eine Ausnahme machen? Ich bin ein alter College-Freund. Sie sind Arzt? Ist das nicht offensichtlich? Und Sie beide sind auf dieselbe Uni gegangen. Wie ist das denn möglich? Er ist viel älter als Sie. Tja, ich hätte jetzt auch eindeutig auf den... Oder doch? Ich hatte zwei Hauptfächer. Psychopathologie und, ja. Tja, ich hatte zwei Hauptfächer. Psychopathologie und Schönheitschirurgie. Ich arbeite viel an mir selbst. Und Ihr Name ist? Hauser. Dr. Doogie Hauser. Tut mir leid, Dr. Hauser. Ihr Name ist nicht auf Dr. Johnsons unvorhergesehene Besucherliste. Also kann ich da nichts machen. Aber ich kann Ihnen einen Termin für morgen früh geben, wenn Sie möchten. Wissen Sie, morgen passt mir gar nicht. Mittwoch vielleicht. Das ist noch schlechter. Können Sie mich nicht heute noch irgendwie reinquetschen? Tut mir leid, Sir. Das ist unmöglich. Sagen Sie sowas nicht.
Sagen Sie sowas nicht. Nichts ist unmöglich. Wissen Sie nicht mehr? Tut mir wirklich leid, aber Sie können nicht zum Doktor ohne einen Termin. So einfach ist das. Na, für Sie vielleicht. Was meinen Sie damit? Ach, nichts. Es ist nur, wenn ich Sie da sitzen sehe, so vor dem PC, da frage ich mich, vielleicht gibt es ja da jemanden, der qualifizierter ist, als Sie in die Tastatur zu hauen. Die offensichtlich gar nicht zu existieren scheint. Und der, ich weiß nicht, noch einen Platz für mich findet. Heute zum Beispiel. Wenn Sie damit andeuten wollen, dass ich keine Ahnung von Computern habe, nur weil ich eine Frau bin, interessiert es Sie vielleicht, dass ich mit diesen Geräten aufgewachsen bin? Eine meiner ersten Erinnerungen ist die an den IMSAI 8080. Hey, meine auch. Haben Sie den zufällig auch benutzt, um Ihre Noten zu manipulieren oder Tic-Tac-Toe gegen Supercomputer mit Burgernamen zu spielen? Eigentlich nicht. Sie etwa? Ich, Matthew Broderick. Ist das so wichtig? Ich weiß nicht, warum ich hergekommen bin. Peace out. Schönen Tag noch, Sir. Was ist... Ja. Ach, das ist ein Kerl. Na, das habe ich jetzt auf Anhieb nicht ganz so erkannt. Hi. Aus Höflichkeit werde ich Ihren Gruß erwidern, mein Freund. Aber bitte, wenn es nicht zu viel verlangt ist, wäre es möglich, mich gerade nicht zu belästigen? Ich möchte die Melodie genießen. Ach so, das war's schon? Sieht so aus, als hätte nichts zu erzählen. Hier sind Bilder, die nimmt aber natürlich wieder nicht mit. Ich gehe einfach rein. Geht nicht, ich bin nicht dran. Was? Sonst macht er jeden Scheiß und jetzt sagt er, dass er nicht dran ist. Na super. Was haben wir denn? Eine Wählscheibe? Blöde Billigproduktion. Hab's kaputt gemacht. Kaputt? Kann ich nicht, die Steuerung ist im Arsch. Was war das überhaupt für eine Wählscheibe? Wofür? Ist wohl kaputt. Alan! Hab ich das jetzt nicht eingesteckt? Ne, anscheinend nicht. Na super. Hier, kriegst ein Shirt. Sowas will doch keiner. Achso, jetzt redet der ja was anderes. Alan! Was geht, Alter? Nicht viel. Ich sitz einfach nur hier rum. Warte, bis ich dran bin. Ich bin der Nächste. Wie schön. Warum rufst du dauernd Alan? Wie bitte? Du weißt schon, du hast das Wort Alan von Zeit zu Zeit geschrien. Keine Ahnung, wovon du redest. Mein Name ist Alan. Aber ich bin doch kein Irrer, der rumläuft und dauernd seinen eigenen Namen ruft. Alan! Und was ist dein Problem? Du scheinst ganz normal zu sein. Ich habe ein sehr ernstes psychologisches Problem. Alan! Unter anderem. Kein Scheiß. Mein Leben ist ein Albtraum. Ganz gleich, was ich tue. Die ich liebe, sind immer die, die bezahlen. Hey, das ist mein Spruch. Naja, eigentlich Peter Parkers, aber ich habe ihn zuerst kopiert. Richtig. Ich glaube, mein Problem ist dringender, aber naja. Und? Was ist das für ein Problem, wenn ich fragen darf? Alan! Oh, jetzt müsste ich... Mal gucken, was haben wir denn? Das ist dieser fliegende Kopf, den nur ich sehen kann. Und der Flüsterdorn bringt sie alle um. Ich bin in einer Zeitschleife gefangen und erlebe den... Ja, machen wir doch einfach. Ich bin in einer Zeitschleife gefangen und erlebe denselben Tag immer wieder. Oh, das ist bitter. Dasselbe ist mir letztes Jahr passiert, weißt du? Hat das ein pinkes Einhorn gemacht? Ein verfluchter Ring vielleicht? Oder hast du etwa einen Pakt mit dem Teufel geschlossen? Verfluchter Ring. Oh, verstehe. Wenn du meine Meinung dazu willst, du solltest nach einem Wunschgoblin suchen. Wenn du willst, kann ich dir meinen leihen. Wobei... Alan! Wobei? Naja, der kleine Bastard war ganz schön flink, also musste ich ihn an meine Kellerwand ketten. Und weißt du, es ist schon eine Weile her, seit ich ihn das letzte Mal schreien und betteln gehört habe. Alan! Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, bei mir zu Hause riecht es ganz schön seltsam in letzter Zeit. Oh, und Fliegen, überall Fliegen. Ich hoffe, er ist nicht verhungert oder so. Ich hätte wirklich ungern eine verrottende Leiche in meinem Keller. Vielleicht hätte ich ihn ab und an mal füttern sollen, statt nur seinen Kopf zu streicheln und über meine bösen Pläne zu sinnieren. Alan! Hatte dein Goblin eine Uniform an? Eine blaue und hatte eine Tasche mit geheimnisvollen Notizen? Du kennst diese Art Goblins also? Bevor er endlich still war, hat er für Stunden rumgeschrien. Ich bin der Postbote! Ich bin der Post...
Boote! Dabei wohne ich nicht mal am Wasser. Alan! Okay. Ich kann meine Autoschlüssel nicht finden und die Situation eskaliert langsam. Wow! Das tut mir so leid für dich, Mann. Muss hart für dich sein. Ich würde dich ja vorlassen. Alan! Aber nein. Ich glaube, das Gespräch wird hier noch ein bisschen länger dauern anscheinend. Da ist dieser fliegende Kopf, den nur ich sehen kann. Und der flüstert dauernd, bring sie alle um. Oh, deiner auch? Das ist nichts Schlimmes. Wow, bist ein harter Kerl, was? Eigentlich ist es ganz schön bescheuert. Das sagen die Leute auch über das Jahr 2012. Das war einfach bescheuert. Dass die Welt nicht untergegangen ist, meine ich. Und plötzlich, bam, Weltuntergang. Gute Nacht. Bam, Weltuntergang, hä? Sicher? Oh Gott. Bitte sag mir nicht, dass du einer von denen bist, die glauben, dass wir wirklich auf der Erde leben. Ja, schätze, ich bin einer von denen. Alles nur ein Haufen Lügen. Sie sagen es im Fernsehen, um uns von der Wahrheit abzulenken. Alan! Auf, naja, auf welchem Planeten leben wir dann? Wir leben auf keinem verdammten Planeten. Wir reisen auf einer Riesenschildkröte durchs All, die einen Schweif aus Oktarin hinterlässt. Großartig. Weißt du, ich verstehe es nicht. Warum denkt ihr Irren immer, dass Terry Pratchetts Bücher so eine Art Selbsthilfeleitfaden sind? Hey, ich bin kein Irrer. Ich leide an einer Persönlichkeitsstörung. Weißt du, was das ist? Natürlich. Das ist, wenn sich jemand freiwillig Yoko Onos größte Hits in Unterwäsche anhört. Ich, machst du dich etwa über mich lustig? Ich versuche es verdammt nochmal. Tja, dann hast du Glück, dass du nicht gerade mit meiner anderen Persönlichkeit sprichst. Die sagen, der ist nicht so nett wie ich und dass er oft flucht. Alan! Naja, das wäre deutlich furchteinflößender, wenn es nicht von einem Kerl käme, der verkleidet ist wie... Naja, weiß nicht. Was zur Hölle soll das eigentlich darstellen, Alter? Ach, jetzt mach mal einen Punkt, Mädchen. Das ist gerade der letzte intergalaktische Schrei. Alle, die sich der Realität verweigern, werden wohl nie die wahre Größe dieser Kleidung wertschätzen können. Alan! Nicht einmal, wenn eine Tentakelarmee die Weltherrschaft übernimmt. Okay, ich hau dann mal ab. Vergiss nicht, das Krakenbecken zu reinigen, ja? Wessen Becken? Schon gut. Alan! Ja, das, irgendwo muss doch immer irgendein Klopp da drin sein, der zwischendurch immer schreit. Verzeihung, ich bin gerade sehr beschäftigt, also entschuldigen Sie mich. Klar. Schade, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass man sagt, der Robert, der ist nicht mehr da, sondern Alan ist nur noch da. PC nicht, Empfangsdame nicht, die kaputte Weltscheibe, was? Kann ich nicht, die Steuerung ist im Arsch. Alan! Habe ich nicht was ich da reintun könnte? Die Gabel. Oh. Echt jetzt? Ich kann da echt die Gabel reinstecken? Naja, das... Ein perfekter Ersatz für die Musiksteuerung. Das kam unerwartet. Ich glaube, mit dem habe ich schon alles versucht. Ja, und was soll ich jetzt mit der Musiksteuerung? Da kriege ich doch immer ein gewischt. Das war Musiksteuerung. Kann ich da noch irgendwas dran machen? Das kam jetzt echt unerwartet. Es gibt kein... Ja, keinen Grund. Warum steckst du denn da eine Gabel rein, du Vollidiot? Lichtschwer? Ja, ich... Es gibt... Ich glaub nicht... Er ist leider völlig unbrauchbar. Der hilft mir nicht mehr weiter. Ha, da, Rattenköter, Fernbedienung, Batterien. Nee. Vielleicht kann ich ihm das ja geben für die Musik. Warum? Ah, da ist Robert. Hallo nochmal, Alan. Verzeihung, sprechen Sie mit mir? Mein Name ist nämlich Robert. Sicher? Ziemlich sicher, ja. Schön, dich kennenzulernen, Robert. Könnte ich vor dir zum Doc? Machen Sie Witze.
Sie wollen, dass ich meinen Platz in der Reihe einfach so aufgebe? Als wenn der Ärger mit diesem Alan nicht genug wäre. Tut mir leid, mein Freund, keine Chance. Also, dieser Alan ruiniert dein Leben, ja? Ganz genau. Ich kann gar nicht mehr vor die Tür. Alle starren mich an und beleidigen mich. Naja, ich glaube, das liegt an deinen Klamotten, du. Hey, ganz vorsichtig, Freundchen. Und da ist noch was. Gestern habe ich eine beeindruckend große tote Schildkröte auf meinem Nachttisch gefunden, genau da, wo vorher mein Globus stand. Ich glaube, Alan wollte mir damit irgendeine Art Botschaft vermitteln. Okay. Also dein Name ist nicht mehr Alan? Ah, oh, verflucht. Was? Sie sind nicht der Erste, der mir das erzählt. Scheinbar ist da ein Kerl namens Alan, der genau wie ich aussieht. Und ich sag Ihnen, der versaut mir richtig das Leben. Was meinst du damit? Naja, wissen Sie, ich glaube, der Dreckskerl sieht genauso aus wie ich. Trägt dieselbe Kleidung. Die Leute verwechseln mich mit ihm. Sie geben mir die Schuld für das, was er anstellt. Und jetzt riecht mein Keller wie Scheiße und ich weiß nicht mal warum. Faszinierend. Ciao, Robert. Ja, wie auch immer, tschüss. Nein, nein! Sekunde mal. Okay. Ja, Was willst du? Ich hab's eilig. Es ist nur, jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich habe das Gefühl, Sie kennen diesen Alan. Wünscht, es wäre nicht so, aber ja. Und? Ich brauche Sie, um diesem Kerl eine Falle zu stellen. Im Ernst? Scheiße, ja! Dieser Bastard macht mir das Leben zur Hölle. Und das werde ich nicht länger hinnehmen. Wussten Sie, dass er meinen Kanarienvogel entführt hat? Woher zum Geier soll ich das wissen? Und überhaupt, woher weißt du das? Hat er dir einen Erpresserbrief dagelassen, oder was? Nein, aber ich weiß, dass das Arschloch bei mir einbricht, wenn ich nicht da bin. Einmal habe ich meine Post auf dem Tisch gefunden und irgendwer hat meine Strom- und Wasserrechnungen mit Schecks bezahlt. Unterschrieben von, raten Sie mal, genau von diesem Alan. Großer Gott! Du willst mir also sagen, dass dieser Wichser deine Rechnungen bezahlt? Wir müssen das Monster aufhalten! Glauben Sie, das ist so eine Art Scherz? Er hat Columbus heute Morgen entführt. Ich hoffe, das ist der Kanarienvogel, weil wenn du dein Kind Columbus genannt hast, ist dieses Gespräch beendet. Natürlich geht es um meinen Vogel. Das sagte ich doch. Er ist wirklich alt und er singt kaum noch. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ja, also was die Falle angeht, hast du einen Plan? Naja, ich habe ihn noch nicht ausgearbeitet, aber ich lasse mir was einfallen. Immerhin bin ich schlauer als er. Sicher bist du das. Bleiben Sie in der Nähe, okay? Klar, mach ich. War das jetzt richtig, dass wenn ich da dran klicke, dann ändert sich jetzt Robert zu Alan? Alan! Ja, Tatsache. Alan? Ja? Wusstest du, dass da draußen jemand ist, der dich echt nicht leiden kann? Geil ist das. Und jetzt kommt der Part, wo du mir sagst, dass dieser jemand du bist, oder? Das war eigentlich nicht der Plan, aber jetzt, wo du es erwähnst, ja, ich mag dich nicht besonders. Dachte ich mir. Naja, du musst verstehen. Sieh dir nur mal deine Klamotten an. Ist ja gut. Mir doch egal, ob du mich magst. Alan! Alan! Ich kann das einfach nicht. Robert ist hinter dir her, lauf! Wer? Der Besitzer des Vogels, den du entführt hast. Hey, wenn das ein Witz ist, war der nicht sehr lustig. Alter, das ist kein Witz. Dein anderes Ich heißt Robert und der hat dich satt. Versteh doch, du hast deinen Kanarienvogel entführt. Und was die Sache noch schlimmer macht, der heißt Columbus. Mein anderes Ich heißt Robert? Das erklärt einiges. Wie zum Beispiel das Tattoo auf meinem... Naja, mein Tattoo. Aber ich habe keinen Vogel entführt. Alan! Im Gegenteil. Ich reinige diese Welt. Also, weißt du, die Welt reinigen klingt sehr zweifelhaft. Pass auf! Als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich bemerkt, dass wie immer jemand bei mir eingebrochen ist und alles total verwüstet hat. Und dann sah ich den... Wen? Den verdammten Echsen-Illuminaten. Ich musste ihn fertig machen. Oh Gott, jetzt hoffe ich wirklich, dass es um den Vogel geht. Vogel?
So sehr sie auch versuchen, ihre DNA zu verändern, damit sie wie normale Vögel aussehen, mich legen sie nicht rein, selbst wenn sie in Käfigen stecken. Alan! Nein, mich legen sie nicht rein. Verstehe. Weißt du es etwa nicht? Sie beobachten uns. Die Kanarienvögel? Alle Vögel verbreiten sich über die ganze Stadt. Wie ein Virus. Und in Wahrheit sind sie getarnte Aliens, die den Planeten übernehmen wollen. Hey, du sagtest doch, wir leben gar nicht mehr auf einem Planeten. Tut mir leid. Ich habe gerade einfach zu viel im Kopf. Alan! Was ich meinte ist, dass diese Aliens versuchen, unsere Sternenschildkröte zu übernehmen. Okay. Nur fürs Protokoll. Hast du Columbus umgelegt? Wen? Den Vogel. Ich musste es tun. Er hat mich seltsam angesehen. Und ich hab's dir doch erklärt, er ist kein Kanarienvogel gewesen. Okay, und was hast du mit der Leiche gemacht? Weggeworfen. War doch nur ein blöder Vogel. Aber du sagtest doch gerade, er war kein... Ah, scheiß drauf. Rede weiter. Naja, das war's eigentlich. Alan! Hab ihn einfach weggeworfen. Diese Bastarde verdienen kein anständiges Begräbnis. Ja, natürlich nicht. Ich komme jetzt hier auch nicht mehr aus diesem Gespräch, glaube ich, raus. Ich nehme das Gespräch noch mit. Wird halt eine etwas längere Folge. Für alle, die noch da bleiben, ihr kriegt quasi noch das grande Finale mit, wahrscheinlich. Wie lange beobachten uns die Vögel eigentlich schon? Das sind keine Vögel. Das sind extraterrestrische Wesen, die die Form harmloser Tiere angenommen haben, damit wir sie nicht verdächtigen. Sie sehen alles und das schon seit Urzeiten und diktieren uns, wie wir leben sollen. Ich weiß, du glaubst mir nicht. Ich glaube nur an das fliegende Spaghetti-Monster. Naja, erzähl mir doch mal mehr von diesen Illuminati, ja? Tja, das ist ein etwas düsteres Thema. Wirklich? Sehr ironisch. Ironisch? Ja, versteh's schon, die Illuminati, düsteres Thema. Muss ich es wirklich erklären? Alan! Wir reden später weiter. Ach, guck mal, dann ging ja das Gespräch dann doch nicht mehr ganz so lang, wie ich befürchtet habe. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Alan! Und mal gucken, ob wir Alan ausspielen können gegen Robert. Ganz tolle Geschichte. Und mal gucken, Alan! Irgendwann haut bestimmt dieser komische Alan ab. Sage auf Wiedersehen, bis morgen und halt die Ohren steif. Alan! Euer Gabo, ciao.